Jetzt habe ich hier so viele Sachen, mit denen ich aber irgendwie nichts machen kann. Und ich habe hier auch noch so viele Sachen, die irgendwie komisch sind, aber nicht gehen und die ich auch nicht mit den meinigen, mit den meinigen, mit den Sachen hier verbinden kann. Das ist irgendwie komisch. Das Gemälde. Ja, lass mal überlegen. Wir haben ihm ein Schwert gegeben. Ja gut, ich meine, der hier ist voll ausgerüstet im Gegensatz zu der Statue. Schwert. Dann haben wir ihm einen Ring gegeben. Er braucht noch eine Kette. Ja, aber rein theoretisch braucht er dann auch noch einen Umhang, ein Schild, einen Helm, irgendwie hier einen Gürtel, keine Ahnung, Schuhe. Hä? Soll die Statue genauso aussehen wie diese hier? Dann brauchen wir noch ungefähr 1 Million Sachen. Wo soll ich die denn alle hernehmen? Wir haben doch überall, schon geschaut. Und das könnte, also da könnte ich mir, wartet mal, das probiere ich mal gerade. Ja. Da könnte ich mir noch vorstellen, was ich damit tun soll. Wartet mal. Nee, den Umhang, genau, den Umhang hat er. Schuhe hat er auch an, Gürtel hat er auch an. Hier die Krone oder der Helm oder irgendwas fehlt. Hier kannst du den Becher aufsetzen. Nee, macht er nicht. Das wollte ich ausprobieren. Das sieht nämlich aus wie ein, jo, wie ein Schild. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Einen Mechanismus. Okay, dann braucht er mindestens noch den Helm. Okay. Wo kriege ich denn den Helm her? Na gut, wir gucken erstmal, was ich jetzt hier. Die Brücke ist unten. Das ist ja super. So, dann gucken wir jetzt mal hier rein, bitte. Da liegt ein kleiner Schlüssel drin. Oh, ein Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel, wozu der wohl gut sein Ich mag. habe keine Ahnung, aber wir können jetzt schon mal nach hier. Das ist nice. Oh, nee, echt? Keine Ahnung, wie ich durch das Gitter kommen soll. Da sind ja noch mindestens noch ein Gitter. Keine Ahnung. Noch ein Gitter, noch ein Gitter. So, was habe ich gesagt? Helm braucht er mit Sicherheit noch. Ja, dann geht wahrscheinlich noch ein Tor auf. Aber dann braucht er noch irgendwas. Okay. Okay, aber wir haben doch hier jetzt eigentlich alles abgesucht, oder nicht? Doch, doch. Ich habe doch immer hier geguckt. Es sei denn, ich muss noch irgendwas brennen, aber ich habe keine Ahnung was. Eine Statue war. Ja, schön, dass du so viel dazu sagst. Ich habe doch hier soweit alles. Alles, hier ist noch der Kerzenhalter. Kann ich mit dem noch hier Feuer machen? Nee. Wasser drauf. Was soll ich diesem Kerzenhalter tun? Kann ich überhaupt damit irgendwas tun? So richtig auch nicht, ne? Aber wir hatten doch auch noch beim Papp unten drunter im Keller war doch auch noch dieses Brett. Das hätte ich doch auch. Wartet mal. Das könnten wir noch mal Puh, versuchen. zweimal über den See rudern und schon fallen mir die Arme ab. Los. Ich sollte dringend mehr Sport machen. Okay. Okay. Ja, dann geh noch mal da rein. Hier war da noch mehr. Guck mal, hier war da auch noch der Schraubstock. Okay, jetzt gucke ich erst mal hier bei dem Brett. Ein langes, angenageltes Holzbrett. Genau. Kannst du das jetzt hier mit abmachen? Ja, kann er. Wunderbar. Oh, Knarz, Alter. Das Brett ist extrem lang. Damit kann ich nicht Ewigkeiten in der Gegend rumlaufen. Doch, so lange wie ich brauche, um das hier zu lösen. So lange wirst du damit rumlaufen. So, jetzt haben wir hier ein langes Brett. Damit kann ich aber auch nicht wirklich was tun. Okay. Dann hatten wir hier noch. Nimmst du hier noch mal Whisky mit? Nö, ne? Den Schraubstock.
Kann ich da irgendwas... guck mal da. Ich habe die Speerspitzen da jetzt eingeklemmt, ohne meine Finger zu verstümmeln. Der ultimative Beweis, dass man im Leben stets dazulernt. Ja, hast du fein gemacht. Und was soll das jetzt? Die Speerspitzen sind zwar sehr alt und waren auch schon im Einsatz, aber sie sind immer noch ziemlich scharf. Scharfe Speerspitzen. Aha. Ich werde mal versuchen, das Brett mit den Speerspitzen auf eine erträgliche Größe zurechtzusägen. Aha. Im Zweifelsfall hättest du es auch einfach durchtreten können. Das Brett ist zwar immer noch sehr lang, aber zumindest halbwegs transportierbar. Okay, und wo ist der Rest davon, mein Freund? Die Speerspitzen sind... Kannst du es nochmal machen? Nee, kann er nicht. Jetzt hängen die Speerspitzen hier drin fest. Die kriege ich jetzt nicht mehr mit, oder wie? Nee. Nö. Ja, mit Feuer ist blöd, ne? Aber ich probiere jetzt einfach alles aus. Irgendwann müssten wir es ja hingekriegt haben. So, den Stein auch nicht. Also die hängen anscheinend hier fest. Die Speerspitzen sind... Ja, Speerspitzen im Schraubstock. Okay, ich gehe nochmal nach oben. Vielleicht kann ich da jetzt auch noch irgendwas machen. So, die Kiste. Eine Kiste voller Obst und Gemüse. Die muss der Laster verloren. Ja, okay, also damit nicht. Mit dem Schild kann er auch immer noch irgendwas tun, oder? Oder ist das irgendwie einfach nur, um mich zu verwirren? Das ist fest im Boden ver... Ja, macht doch nichts. Irgendwie mit dem Brett irgendwas. Hier mit der Kette. Nee, auch nicht. Mit dem Draht? Nee, auch nicht. Dem Motorrad, lass uns wegfahren. Ach man, habe ich hier was vergessen? Was haben wir hier? Eine Regenrinne? Lag die vorhin schon da? Nee, ne? Hä? Mal gucken. Mama, Max, du bist... Die Regenrinne war wohl nicht für diese Wassermassen konstruiert. Ach so. Ja, du bist eh schon klatschnass, ne? Du meinst auch, du kannst dir Zeit lassen. Hier liegt das Teil sowieso nur im Weg rum. Okay. Das Riesenbrett wollte er nicht mitnehmen, aber die fette Regenrinne, ne? Zwei ineinander gesteckte Stücke der Regenrinne vom Pub. Damit hätte ich also den Grundstock für mein Eigenheim bereits zusammen. Du bist ja wieder lustig. Regenrinne... Hä? Nee. Wo ist der Stein? Nee, auch nicht. Gehe ich da auch nochmal rein? Oh, ist überhaupt keiner mehr da. Oh, kann ich den Fisch haben? Nee, kann ich nicht. Oh, hier der Becher. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Ach, nimm mit den scheiß Becher. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Obwohl, jetzt könnte ich nochmal tauschen. Geht das? Wenn ich die Becher vertausche, wird er seinen Whisky vermissen. Ich kann ihn nicht tauschen. Warum wird mir der hier angezeigt, dass ich damit noch was tun kann? Brauche ich den Schlüssel? Okay, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Ich frage mich, was hier aus dem Mädchen geworden ist. Ob die ihre Reisegruppe da wiedergefunden hat. Und mit dem Verkehrsschild gerne was tun. Na gut, mal zurück. Wir haben jetzt hier einen Schlüssel, Bretter und eine Regenrinne. Eine Regenrinne. Wir doch noch mal hier rein. Zwei ineinander gesteckt. Genau, ineinander gesteckt. Kann ich die auseinander? Ja, kann ich. Mit der Streckbank. So könnte ich die beiden verkeilten Stücke auseinanderkriegen. Aha. Okay. Zwei Teilstücke einer Regenrinne. Nimm mal mit. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich damit soll. Zwei Teilstücke. Ja, aber Moment mal. Sind das dem seine Beinschütze? Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Alter, der muss ich Beinschütze machen. Fehlt aber immer noch der Helm. Was hat sich denn jetzt unten getan? Mal gucken.
Mann, das ist aber auch hier in der Lauferei. Alter Schwede, ey. Ja, okay, jetzt ist das Tor offen und das fehlt Keine Ahnung, noch. wie ich durch das Gitter kommen soll. Aber wir brauchen irgendwie eine Krone. Oder halt so ein Helm oder irgend so was. Für den Kopf. Wo kriege ich das her? Hier war doch. Sieht fast aus, als ob der Schornstein einen Helm aufhätte. Wie oft habe ich das angeklickt? Dreimal oder viermal? Sieht fast aus. Ja, einen Helm aufhätte. Den hätte ich gern. Wie kriege ich den? Er hängt am Schornstein. Schätzungsweise an dem Kamin. In diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit kein Feuer mehr gebrannt. Und da reinklettern tust du nicht, ne? Schade eigentlich. Das ist schade, aber ich kann auch hier immer noch irgendwas mit diesen Ein Sachen kleiner machen. Hocker. Ja, Hocke und Ich frage Stuhl. mich, warum der Sessel mitten im Raum Ich habe steht. keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Gott, was mache ich mit dem Ein Kronleuchter? wirklich schöner Kronleuchter. Tja. Wir haben aber das Brett. Da auf dem Schemel? Hä? Och! Der macht eine Wippe? Sehe ich das richtig? Sieht noch nicht sonderlich spektakulär aus. Das soll eine Wippe werden? Ja, willst du da, nee, ich weiß schon, was er will. Ein wirklich schöner Ich Kronleuchter. weiß, was er will. Ich soll den runterlassen und dann hier drauf, oder wie? Aber er kann doch einfach da drauf springen. Eine Wippe. Nee, damit nicht. Hier mit dem Stein. Ja, mit dem Stein. Genau. Der fliegt nach oben und das Ding. Ja. Hab's kapiert. Aber er kann doch. Ja, aber das kann er eben nicht. Das ist blöd. Sieht noch nicht sonderlich spektakulär aus. Also anstatt einfach da jetzt drauf zu springen wie in Wilder Osse, muss ich jetzt irgendwie mit dem Kronleuchter hier zurande kommen. Nochmal hoch. Hebel. Ach, jetzt? Jetzt hat er es gemacht, der feine Herr. Hätte er vorhin auch schon. Ja gut, jetzt ist das Ding komplett abgerissen. Aber ich habe immer noch eine Eisenkette. Ich will doch dem Mann da noch ein Dings machen, auch noch. Okay, gehen wir erstmal runter. Cool. Kann ich jetzt hier? In diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit kein Feuer. Ja, und hier? Ein kleiner Hocker. Ja, immer noch. Okay. Gehen wir mal raus. Holen wir mal die Kaminabdeckung. Ich will dem doch noch eine Halskette machen. Wie soll ich denn das jetzt noch bewerkstelligen? Okay. Setzen wir ihm erstmal das Ding auf. Und dann müsste ja unten wieder was aufgehen. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Ja, mal gucken. Jetzt haben wir garantiert das Gitter da noch geöffnet. Ja. Mann, das war aber jetzt nicht ganz so einfach. So, und jetzt sind wir hier am Ausgang. Aha, Geröll. Hier scheint die Decke eingestürzt zu sein. Okay, Decke eingestürzt. Hier haben wir die Tür. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ja, ich brauche doch garantiert noch eine Kette, oder nicht? Hier scheint die Decke eingestürzt zu sein. Kann ich damit irgendwas machen? Wofür brauche ich den Schlüssel? Ein kleiner Schlüssel, wozu der wohl gut sein mag. Kannst du den hier? Nee. Nee, das wäre zu einfach gewesen. Ja. Es fehlt noch irgendwie eine Kette für den Herrn da oben.
Aber wie kriege ich die denn? Jetzt habe ich einen Schlüssel. Hatten wir hier irgendwas für einen Schlüssel? Nein, hatten wir doch nicht, ne? Oder kann ich mit dem Schlüssel eine Kette bauen? Gibt ja Leute, die hängen sich einen Schlüssel um den Hals. Kann ich aber auch nicht. Hier nochmal gucken. So. Brennen kann ich den auch nicht. Nee. Hier war es nicht. Im Schlafzimmer war es auch nicht. Hier für die Uhr. Oh, für die Uhr wollte ich sagen. Nee, irgendwie auch nicht. Und oben war nichts mehr, ne? Nee, oben war nichts mehr. Ach, Mensch! Öffnung, Schlüssel! Jawohl, oh Gott. Ach, da ist, was ich suche. Das Amulett ist wunderschön und mit Symbolen verziert. Schön, nimm's mit. Entschuldigen Sie, Lord Morangi. Ich muss einen Ihrer Nachkommen retten und ich hoffe, Ihr Amulett wird mir dabei helfen. So, jetzt habe ich doch meinen Anhänger. Kann ich den jetzt hier... Das Amulett hält nicht an der Kette. Ach, Mensch, ja, dann nimm den Draht. Ich habe den Draht durch die kleine Öse des Amuletts geschoben. Genau, so, da jetzt aber dran. Wenn ich das andere Ende des Drahts in die Kette drehe, sollte es halten. Okay. Ein schönes Amulett mit einer hässlichen Kette. Mir gefällt es trotzdem. Cool, das war jetzt ein bisschen schwierig, aber okay. Die sterblichen Überreste von Lord William Morangi. Hab's ja hingekriegt. So, wir haben die Kette. Ich hoffe, das war's jetzt. Sollte, ne? Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Perfekt. So, dann ab durch die Mitte hier. Ich hoffe, jetzt muss ich nicht noch irgendwas machen. Aber das scheint das letzte Tor gewesen zu sein, rein theoretisch. Kann natürlich sein, dass jetzt noch irgendein Durchgang kommt mit einer Tür. Was mache ich hier mit dem Schutt? Kann ich damit überhaupt irgendwas tun? Ist die Frage. Nee, kann ich nicht. Wir haben ihn. Hurra! Ich mach 3 Kreuze. Sie haben einen Weg gefunden. Vielen Dank. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ich denke schon. Aber mein linkes Bein tut höllisch weh. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Das wäre nett. Alleine würde ich es kaum in mein Arbeitszimmer schaffen. Sie müssen zugeben, die Geschichte, die Sie mir da gerade aufgetischt haben, klingt wenig glaubwürdig. Erst die Entführung vom alten Wladimir, dann eine geheimnisvolle Verschwörung und schließlich auch noch Gestalten in schwarzen Roben. Andererseits ist das Ganze dermaßen unglaubwürdig, dass Sie mir so eine Geschichte wohl kaum als Lüge auftischen würden. Also, helfen Sie uns? Die kleine Nina ist jetzt in Kuba bei Manuel Perez? Ja, sie hat mir gerade ein Bild aufs Handy geschickt. Ich kann damit aber gar nichts anfangen. Vielleicht sagt Ihnen das ja was. Ja, dieses Symbol habe ich schon mal gesehen. Ist aber bereits Ewigkeiten her. Wladimir hat mich viele Jahre nach unserer gemeinsamen Tunguska-Expedition überraschend kontaktiert. Er schrieb mir in einem geheimnisvollen Brief, dass er eine sensationelle Entdeckung gemacht hat und meine Hilfe braucht. Er hatte einige Jahre zuvor ein metallisches Bruchstück untersucht, welches in der Tunguska-Region gefunden wurde. Die Kalenko-Expertise sagt Ihnen wahrscheinlich nichts. Nur in groben Zügen. Es geht um außerirdisches Material, oder? Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Was meinen Sie damit? Manuel Perez, der die Expertise gemeinsam mit Wladimir erstellt hat, entdeckte genau dieses Symbol, eingraviert auf der Oberfläche des Bruchstücks. Sie meinen, auf dem Bruchstück befanden sich Zeichen? Wladimir war sich nicht ganz sicher, da die Oberfläche insgesamt stark beschädigt war.
Bei seinen Nachforschungen ist er dann in den Archiven der Akademie der Wissenschaften in Moskau fündig geworden. Und zwar in einem Bericht über die Forschungsreisen eines englischen Wissenschaftlers, der 1947 auf einer Expedition scheibenförmige Artefakte aus einem unbekannten Metall gefunden haben soll. Dieser Forscher, Evans war sein Name, beschreibt in seinen Aufzeichnungen die gleichen Materialeigenschaften, die auch Wladimir bei dem Tunguska-Bruchstück beobachtet hat. Das allein war schon eine heiße Spur. Aber als er sich dann eine von Evans gefertigte Skizze angesehen hat, muss es ihm den Atem verschlagen haben. Warum? Erzählen Sie weiter. Das Artefakt war überzogen mit unbekannten Zeichen und eines davon war genau jenes Symbol, das Peres und Wladimir an dem Tunguska-Bruchstück entdeckt hatten. Puh, klingt spannend. Woher stammen denn die Scheiben? Wo hat dieser Evans sie gefunden? Das war auch Wladimirs Frage. In den Unterlagen der Moskauer Akademie war darüber nichts zu finden. Darum hat er sich damals an mich gewandt. Wladimir hatte herausgefunden, dass Evans vor kurzem verstorben war und seine persönlichen Aufzeichnungen und Tagebücher nun in London versteigert werden sollten. Er bat mich, ihm diese Unterlagen zu besorgen, da es ihm zur damaligen Zeit nicht möglich war, Russland zu verlassen. Ja und? Haben Sie die Unterlagen bekommen? Woher stammen nun diese Metallscheiben? Ich habe Wladimir damals eine kodierte Kopie der Tagebücher geschickt. Die Originale habe ich noch hier. Wirklich? Zeigen Sie her. Einen Moment. Es müsste hier irgendwo dazwischen sein. Nina, ich habe Neuigkeiten. Konnte dieser Morangi uns weiterhelfen? Ich würde sagen, ja. Weißt du von einer Expedition deines Vaters nach China? Genauer gesagt in den Himalaya? Er hat vor dem Tod meiner Mutter viele Reisen unternommen. Kann schon sein, dass er auch mal im Himalaya war. Warum? Ich glaube, dass er dort etwas gesucht und vielleicht sogar gefunden hat. Vielleicht ist das auch der Grund für sein Verschwinden. Ich kapiere gar nichts. Ich schicke dir einige Unterlagen aufs Handy. Mach dich sofort auf den Weg. Wir treffen uns in der Wohnung deines Vaters. Nanu? Nina noch nicht da? Ich werde sie mal anrufen und hören, wo sie bleibt. Oh, eine Nachricht auf der Mailbox. Wird wahrscheinlich Nina sein, die sich etwas verspätet. Kanski hier. Ich hoffe sehr, dass Sie die Nachricht abhören. Ich muss Sie dringend treffen. Es ist wirklich wichtig. Ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ich werde versuchen, die Typen abzuschütteln und dann ins Museum kommen. Bitte beeilen Sie sich. Ich glaube, Sie sind in sehr großer Gefahr. Ich muss Schluss machen, da kommt jemand. Ich werde im Museum auf Sie warten. Was will denn dieser Kanski schon wieder? Eigentlich möchte ich dem nicht unbedingt noch einmal über den Weg laufen. Andererseits, die Nachricht klang schon irgendwie wichtig. Aber wenn es eine Falle ist? Wahrscheinlich werde ich es bereuen. Aber vielleicht hat er ja tatsächlich Informationen, die uns weiterbringen. Nina ist ja auch noch nicht da und bis zum Museum ist es nicht weit. Also los. Ja. Wir haben die Spur. Wir wissen, wo das Versteck ist. Sind Sie sicher? Die Informationen sind absolut zuverlässig. Sehr gut. Brechen Sie sofort auf. Ich werde Professor Charlois sagen, dass sie die letzte Phase des Projekts vorbereiten soll. In Ordnung. Wenn ich es gefunden habe, was passiert dann mit der Kleinen und ihrem Freund? Tja, die beiden könnten in der Tat ein Problem werden. Kümmern Sie sich darum. Ach du Scheiße, das ist doch Kanski. Kein Puls mehr. Der ist tot. In was für eine Sache bin ich da bloß reingeraten? Entführung war ja schon schlimm genug, aber Mord? Ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme. Max Gruber? Ja. Bitte steigen Sie ein. Wo bleibt Max? Er sollte längst hier sein. Vielleicht hat er eine Verabredung, die wichtiger ist. Wieso? Was meinst du? Weißt du das wirklich nicht? Liebe scheint ja tatsächlich blind zu machen. Was? Denk doch mal nach. Dein Vater verschwindet. Max sitzt im Büro nebenan und will nichts mitbekommen haben? Er hatte seine Musik. Wer hat dir dringend geraten, nach Hause zu gehen und dort auf deinen Vater zu warten? Das war Max, na und? Na und? Schon vergessen, dass man dich dort niedergeschlagen hat? Nein, aber... Und dann dieser Anschlag auf den Zug.
Dass der irgendwas mit dir oder deinem Vater zu tun haben muss, ist doch wohl klar, oder? Ja, aber... Dein Vater war nicht an Bord. Und wer wusste außer uns noch, dass du in diesem Zug warst? Ich weiß, das hört sich alles sehr seltsam an, aber... Nina, wach auf! Ich weiß nicht, für wen oder was Max arbeitet, aber er spielt ein falsches Spiel. Und er spielt es auf deine Kosten. Meinst du, wir sollten... Vergiss Max! Ich weiß, dass du ihn magst, aber er hat dich nur benutzt. Und wenn wir jetzt nicht gehen, dann wird er dieses Spiel gewinnen. Und dein Vater wird es verlieren. Vielleicht hast du recht. Und was machen wir jetzt? Die Spur deines Vaters führt in den Himalaya. Und wir haben zumindest Teile des Reiseberichts von diesem Evans. Damit sollten wir in der Lage sein, die versteckten Höhlen dieses mysteriösen Bergvolks ausfindig zu machen. Und dann? Davon kriege ich meinen Vater auch nicht wieder. Ich weiß. Aber ich bin mir sicher, dass diese seltsamen außerirdischen Artefakte etwas mit dem Verschwinden deines Vaters zu tun haben. Ich gebe zu, wir werden deinen Vater höchstwahrscheinlich nicht im Himalaya finden. Aber wir haben zumindest wieder eine Spur. Ja, ich weiß, es ist nur... Ich bin so unendlich müde. Willst du deinen Vater etwa aufgeben? Nein, du hast recht. Brechen wir auf. Kein Wunder, dass diese Höhlen weitestgehend unbekannt sind. Ohne die exakte Beschreibung aus Evans Bericht findet hier keine Menschenseele hoch. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Wir befinden uns nämlich im Grenzgebiet und ich möchte ungern Bekanntschaft mit übernervösen Patrouillen machen. Ich bleibe lieber am Eingang und halte die Augen offen. Sag Bescheid, wenn du was gefunden hast. Eieieiei. Das war jetzt aber mal wieder eine ganze Menge. Ja, Kanski hat's offensichtlich hinter sich. Der hatte irgendein Amulett um den Hals, habt ihr das gesehen? Ich hätte mir das eigentlich ganz gerne mal angeguckt, aber ja, sollte so nicht sein. Ist das eine Nachricht? Ach so. Oleg. Tja, meine Lieben. Oleg oder Max? Das ist jetzt hier die Frage. Einer von beiden spielt falsch. Ich hab ja so einen Tipp, aber den werde ich jetzt noch nicht abgeben. Finde es allerdings irgendwie trotzdem, weiß nicht, alles komisch gerade irgendwie. Wem soll man denn hier jetzt noch trauen, ey? Na gut, wir sind in der Höhle. Wunderbar, hier ist eine Nachricht. Ich denke mal, ich habe immer noch die Zwiebel und den Teddy. Warum? Ich habe keine Ahnung. Gut, werden wir rausfinden, ihr Lieben, und zwar in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, eure Trin.